Müller, Christa Urech wurde jetzt für schuldig gesprochen. Was sagen Sie dazu? Sind Sie nicht da seit ein wenig enttäuscht? Mal sicher sehr enttäuscht. Aus meiner Sicht ist das nicht haltbar. Das Urteil ist auch juristisch aus meiner Sicht so nicht überzeugend. Und ich habe gewusst, dass es so kann urteilen kann. Wenn man will, absolut streng sein, kann man so urteilen. Aber es ist im Vergleich zu anderen Fällen ist es aus meiner Sicht nicht haltbar. Was glauben Sie, warum wurde dieses Urteil gefällt mit schuldig? Wurde hier ein Statement gesetzt? Ja, es ist natürlich schon so, dass man häufig feststellen kann, dass die Polizei durch Gericht geschützt wird. Polizeiliche Handlungen werden geschützt und immer hat ein Urteil auch eine politische Dimension, besonders in dieser Frage sowieso. Dass hier in der Stadt Bern eine Ungleichbehandlung stattfindet von verschiedenen Gruppen, das halte ich fest, auch wenn das Gericht hier etwas anderes behauptet hat. Man tut Corona-Massnahmen-Gegner strenger anfassen als andere Gruppen, Reitschul, Klimaaktivisten oder so. Das ist für mich klar. In Ihrer Urteilsverkündung, da wurden Dinge genannt, die heute Morgen nicht genannt worden sind. Woran liegt das? Ja gut, eigentlich nicht unbedingt. Das Video war tatsächlich bei den Akten und ich habe das Gefühl, das Video war ein bisschen der Killer gewesen. Zumindest hat das Gericht einfach auf das Video abgestellt. Als ich vorbereitet habe, vor 2-3 Tagen, war das Video noch nicht in den Akten gewesen. Es wird dann noch interessant sein, zu schauen, wie das Video in die Akten kam. Klar, es ist öffentlich, man kann es anladen. Aber warum dass sich das Gericht jetzt darauf stützt, weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft hat sich auf das Video je gestützt. Also man hat jetzt ja Argumente genannt, aber das hat sich halt für mich so angehört. Man versucht etwas irgendwie zu konstruieren. Man hat wie Indizien gehabt, aber keine wirklichen Beweise. Ja, das Problem in diesem Fall ist ja, dass einfach keine Demonstration stattgefunden hat. Punkt. Es war keine Demonstration gewesen. Und wo es keine gibt, kann man auch nicht so ein Urteil fällen. Man hat jetzt einfach krampfhaft nach Argumenten gesucht, dass man hier eine Demonstration konstruieren kann. Aber für mich war das keine Demonstration gewesen. Wird Ihre Klientin Christa Urech das weiterziehen? Was glauben Sie? Ja, das ist möglich. Wir werden sicher die schriftliche Urteilsbegründung mal verlangen. Und nachher muss man schauen, es ist halt ein bisschen erschwert, weil wir nur eine Übertretung haben, kann man bei oberer Instanz nicht ganz so viel machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, dass man das weiterzieht, weil ich finde das Urteil überstreng. Gemessen an anderen Urteilen, die ich jetzt 25 Jahre vergleiche, ist das Urteil nicht nachvollziehbar. Was wäre dann der nächste Schritt? Welches Gericht wäre das dann? Das wäre das Obergericht vom Kanton Bern, wo das eben mit einer beschränkten Kognition nachher anschauen kann. Beschränkt darum, weil es eben nur eine Übertretung ist und man dort nur Rechtsverletzungen und so ruhig, aber nicht eine Ermessensüberschreitung oder so. Wird dann die Staatsanwaltschaft das auch dann vor Ort sein? Was denken Sie? Ja, die Staatsanwaltschaft hat jetzt in diesem Fall das Urteil bestätigt bekommen, das sie wollte. Es ist natürlich umgekehrt zu sagen, wenn wir heute einen Freispruch rausgeholt hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit da gewesen, dass die Staatsanwaltschaft das wieder weitergezogen hätte und dann wären wir gleich weit gewesen. Also von dem her kann man nicht sagen, ja, bei einem Freispruch wäre das Risiko da gewesen, dass es noch beim Obergericht landet. Als Sie das gehört haben, schuldig, wie haben Sie sich also halt im Inneren gefühlt? Ja, ich habe lange beim Mittagessen so abgewägt nochmal und kann mich eigentlich auf meine Erfahrung verlassen und musste sagen, das muss aus juristischen Gründen eigentlich einen Freispruch geben, wo einfach keine Demo ist, ist keine. Auch das Video ist für mich der Beweis für eine Demo. Es ist keine Demo für mich. Und ich habe gewusst, dass wenn man einen Schuldspruch machen will, dass man den finden kann, dass man es konstruieren kann. Aber ich bin so davon ausgegangen, dass man hier im Zweifel für die Beschuldigte und dass man in diesen grundrechtsrelevanten Fragen nicht allzu strengen Maßstab würde ich anlegen, aber mir genau das Gegenteil gemacht und das ist schade. Fühlt sich das noch an wie eine Demokratie in der Schweiz? Nein, nach diesem Urteil muss ich sagen, ich habe es ja heute im Plädoyer schon ein bisschen gesagt, wenn das in anderen totalitären Staaten passiert, sind wir uns das gewöhnt, dass man hier so forsch vorgeht. Aber ich rede vor allem daran, dass man die Frau hat in eine Zelle genommen, mehrere Stunden festgehalten, erkennungsdienstlich erfasst. Das ist, selbst wenn wir jetzt einen Schuldspruch haben, das ist nur eine Übertretung, was um einen Buß geht. Das ist einfach ein unverhältnismäßig harter Durchgriff. Und das darf für mich
bei Leuten, die Grundrechte ausüben, in der Form, wie sie harmlos ist passiert, kann das nicht sein. Das kann nicht sein. Und das darf nicht sein. Können Sie Ihre Klientin heute beschützen? Ja, der Anwalt kann nicht so viel machen, leider. Ich hatte leider auch das Gefühl, dass man das Urteil vorher gemacht hat. Uns ist aufgefallen, dass die Richterin sehr wenig aufgeschrieben hat beim Plädoyer. Das haben verschiedene Leute festgestellt. Das ist immer so ein bisschen, nicht so ein gutes Zeichen. Meistens macht das Gericht eben das Urteil vorher aufgrund von Akten. Und hoffentlich lässt es auch noch zu, was die Verteidigung sagt. Aber offensichtlich haben die Argumente heute das, was man da vorbereitet hat, nicht können über den Haufen stürzen, leider. Ein konstruiertes Urteil in dem Sinne? Ja, oder es ist fast in jedem Fall so, dass wenn man will, kann man einen Schuldspruch finden. Man kann als Jurist so konstruieren, dass es einen Schuldspruch gibt. Die Frage ist einfach, ist es verhältnismäßig, ist es angemessen, ist es juristisch korrekt. Aber dass wir zwei Juristen oder drei Juristen immer andere Meinungen haben, das ist etwas, was wir häufig haben. Aber also, ich wollte damit einfach sagen, das hat man schon früher gehabt. Im Militär habe ich das kennt, da ist irgendwie der Staatsanwalt gesagt, das Urteil muss so rauskommen, jetzt bitte so begründen. Und dann habe ich das so begründet. Und das ist mir hier ein bisschen so vorgekommen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass man den Schuldspruch fällen will. Und den hat man jetzt gefunden. Darum hat man wahrscheinlich auch das Video noch beigebracht. Das war eigentlich die Aufgabe von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft. Das Gericht hat das Video selber noch ediert. Das kann es machen, aber es ist schon ein bisschen, für mich ein bisschen fragwürdig. Und dann kann sich vor allem auf das Video abstützen. Wie weit würden Sie das Ganze ziehen, bis hin zum Bundesgericht? Ja, das kann man immer erst entscheiden, wenn man die schriftlichen Urteilsbegründungen hat. Man muss das mal kritisch anschauen. Auch wenn man vor Obergericht ginge, müsste man schauen, es ist halt immer eine Kostenfrage. Jede Instanz wird teurer und es können sich das nicht alle Leute leisten, leider. Vielen Dank für Ihr Statement, danke Herr Müller. Und alles Gute. Dankeschön.